So, und jetzt kommt ein Programmpunkt, eine Künstlerin, auf die ich mich besonders freue. Ihr neues Album, der Einsamkeit zum Trotze, erscheint am 22. Mai, dauert also nicht mehr lange. Aber sie hat sogar auch schon Erfahrung mit dem Tag der Arbeit, denn sie ist am 1. Mai 2017 schon mal in Gelsenkirchen bei einer Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai aufgetreten. Wir freuen uns auf Sarah Lesch. Sprechen, da bin ich zu Haus. Blühende Landschaften aus leeren Versprechen sehen trostlos und doch vertraut aus. Wo sie nachts am Tresen heimlich und auch zu laut über dreckige Witze lachen. Dort, wo sie mittags an Tankstellen sitzen und Spuckepfützen machen. Der Hund liegt hier begraben, denn die Schweine haben das Sagen. Und der Bauer sitzt zu Haus und tut sich leid. Wer am Ende Recht behält in diesem ewigen Streit, das wissen wir nicht und es hat kein Gewicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lasst sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam. Der Einsamkeit zum Trotze, wo die Mamas bunte Haare und die Häuser Fahnen tragen. Da kann ich hin, wenn ich draußen gescheitert bin, da will ich nach Freunden fragen. Wo meine kleine Schwester niemals eine Arbeit kriegt, weil sie pöbelt und lange pennt. Wo der Junge mit den schwarzen Locken, den ich einst liebte, mich kleine Kartoffel nennt. Die Rentner sammeln hier noch keine Flaschen, aber draußen in der Stadt ist es jetzt auch schon so weit. Und wir gehen brav mal lochen und hoffen auf Rente. Und wer noch die Windeln gewechselt bekommt, das zeigt uns die Zeit. Unsere Kinder haben Angst vor der Zukunft und wir bewachen voll Angst unser letztes und vorvorletztes Privileg. Wenn sie in Massen durch unsere Städte marschieren und schreien, gebt uns die Hand oder geht aus dem Weg. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, steht fettgedruckt in ihrem Manifest. Ja, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und die nächstbeste Zeit ist jetzt. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lasst sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Neulich saß ich mit Stiefel Tom und dem alten Rabbi in der Kneipe, in der wir schon früher waren. Und der Rabbi sagte, Völker sind schon immer gewandert. Frag mich nochmal in 100 Jahren. Und dann hat er noch gesagt, ein Schmock ist ein Schmock, ganz gleich zu wem er betet. Dabei hat er gelacht. Und wir sangen alle griechischer Wein und Times they are changing die ganze Nacht. Und der Punker braucht den Yuppie und der Yuppie braucht den Hippie. Und der Hippie braucht die Bourgeoisie zum Feind. Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lasst sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit. Vielen, vielen Dank, Sarah Lesch, für diesen tollen Song, der Einsamkeit zum Trotze. Passt ja kaum besser in diesen Zeiten, auch wenn es uns allen nicht so richtig passt im Moment. Sie haben Ende März ein Konzert online aus Ihrem Wohnzimmer gestreamt. Was war das für eine neue Erfahrung, so ganz ohne Publikum, ganz ohne Fans?
Ja, also ich fand es eine total tolle Erfahrung, weil es hat auch seine Qualität, diese Ruhe und diese Einkehr, so für sich zu sein. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich spüre die Leute irgendwie trotzdem. Und es war auch einfach irre zu wissen, okay, jetzt kann wirklich jeder hier dazugucken. Und wir hatten halt teilweise Zuschauer aus verschiedenen Ländern, aus Hawaii, aus Neuseeland und weiß ich nicht wo überall, die gesagt haben, boah, jetzt kann ich auch mal ein Konzert von dir sehen, schön. Also es bietet quasi auch die Möglichkeit, ein bisschen näher zusammenzurücken, auch wenn es in Anführungsstrichen nur digital ist. Ja. In Ihrem Lied rufen Sie auch zur Verbundenheit auf, zur Verbundenheit und Solidarität, könnte man sagen. Ja. Inwiefern halten Sie das denn in den aktuellen Zeiten gerade für besonders wichtig? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir, also dass wir uns nicht ausruhen auf Dingen und dass wir jetzt nicht müde werden und wirklich, erstens, dass man natürlich in diesen Zeiten jetzt achtsam miteinander umgeht, ja, aber auch, dass man wachsam bleibt und auch, dass man immer wieder diskutiert, hinterfragt und immer wieder auch dafür kämpft, dass das, was wir haben, nämlich die Demokratie, einfach jetzt weiter bleibt. Also das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann, sondern das muss man immer wieder neu, glaube ich, sich erobern sozusagen. Und dass man zueinander hält, das verbindet einen einfach und hilft jetzt gegen die Einsamkeit. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Statement und ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Song nochmal.